Hallo zusammen, in diesem Video zeigen wir euch Scharfschützen, denen man garantiert niemals begegnen will. Wie man weiß, erfüllen Scharfschützen die geheimsten Missionen in einem Krieg oder in einem internationalen Konflikt. Sie haben aber auch ein hohes Ansehen in der Armee selbst. Es gibt viele Scharfschützen, die vor allem in Kriegen für ihr Heldentum bekannt wurden und in die Weltkriegsgeschichte eingingen. Lasst uns über die vier besten Scharfschützen aller Zeiten sprechen. Lyudmila Pavlichenko. Der erste Scharfschütze in unserem Video wird sicher viele von euch überraschen. Denn unser erster Scharfschütze ist kein Mann, sondern eine Frau. Also eine Scharfschützin. Obwohl Lyudmila Pavlichenko mit ihrem schönen Körperbau auch hätte modeln können, entschied sie sich als Scharfschützin in der damaligen Sowjetarmee zu dienen. Pavlichenko, eine der 2000 Frauen, die während dem Zweiten Weltkrieg in der sowjetischen Armee dienten, machte sich mit ihren Leistungen einen Namen und wurde damit gleichzeitig zu einer Heldin in ihrem Land. Sowie wird sie in der ganzen Welt für ihren Heldenmut bewundert. Sie war im Zweiten Weltkrieg in Odessa stationiert. In der Nähe von diesem Ort, nämlich in Sewastopol, befanden sich 309 deutsche Soldaten, darunter auch 36 feindliche Scharfschützen. Durch ihre Taten und ihre zahlreichen Abschüsse bewies sie, wie gefährlich eine Frau sein kann. Pavlichenko durfte daraufhin als erste Sowjetbürgerin das Weiße Haus und somit auch den amerikanischen Präsidenten Franklin Roosevelt treffen. Simon Heya. Seht hier einen der weltbesten Scharfschützen namens Simon Heya. Bevor die Russen in Finnland einmarschierten, hatte das Militär Simons Leben, der als einfacher Bauer arbeitete, auf den Kopf gestellt. Während des Winterkriegs zwischen 1939 und 1940 tötete Simo insgesamt 550 Soldaten. Nach diesem Ein-Mann-Massaker hat ihm die Rote Armee den Spitznamen Weißer Tod verliehen. So hatte Simo eine Anzahl an Abschüssen erreicht, welches die Russen nicht mal in 100 Tagen erreicht hatten. Als sein Ruhm und sein Name bis zu den russischen Kommandeuren vordrang, schickten diese spezielle Truppen, um ihn zu töten. Bei minus 40 Grad und mit Angst in den Knochen gelang es den Russen durch Unterstützung von Artilleriefeuer am 6. März 1940, Simo kampfunfähig zu machen. Ihm wurde nämlich durch einen russischen Soldaten ins Kinn geschossen. Simo, dessen Kiefer aufgerissen war, überlebte jedoch. Nach einer kurzen Zeit im Koma erwachte er glücklicherweise am 13. März. In der gleichen Zeit wurde zwischen Finnland und Russland auch ein Friedensabkommen unterzeichnet. Korkuç Abdul. Als nächstes kommt Korkuç Abdul, der erste türkische Scharfschütze, der mit seiner Leistung in der Schlacht von Kanakale Geschichte geschrieben hat. Tatsächlich gaben die Anzak Abdul den Spitznamen Abdul the Terrible, was Abdul der Schreckliche bedeutet. Er wurde beauftragt, den Scharfschützen Billy Singh zu töten, der den osmanischen und deutschen Soldaten an der Gallipoli-Front einheizte. Es wird gemunkelt, dass er eine Woche lang in einem Graben ausharrte, jedoch trotzdem von Billy Singh, genannt Gallipoli-Killer, getötet wurde. In Juba. In Juba ist auch als Bagdader Jäger bekannt. Juba war nach der US-Invasion im Irak stationiert. Mit der Zeit wurde er ein irakischer Volksheld, aber auch das Idol jedes irakischen Kindes. Was Juba von anderen Scharfschützen unterscheidet, ist, dass er jeden Treffer mit der Kamera aufzeichnete und anschließend auf YouTube veröffentlichte. Obwohl es viele Legenden über sein wirkliches Leben und seinen Namen gibt, ist klar, dass er seit dem Einmarsch der amerikanischen Armee in den Irak offiziell 645 US-Soldaten getötet hat. Diese Person zeigt deutlich, wie wichtig Taktik und weniger die Anzahl an Soldaten ist. Diese Person zeigt deutlich, wie wichtig die Taktik und weniger die Anzahl an Soldaten ist. Was denkt ihr über die gefährlichsten Scharfschützen der Welt? Schreibt es unten in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald!